Ich habe jetzt mal eine Wolke gesehen, die war dreifach geschichtet und kreisrund. Und da hätten die Flugzeuge alle Angst reinzufliegen, weil sie dann sofort hochgezogen würden. Und ich denke immer, wie kommen die darauf? Denn eine Wolke ist doch nur Wasserdampf in der Luft, da können sie durchfliegen. Wie durch die Luft auch. Ja, ganz einfach, muss man vorstellen, da siehst du sie. Wenn es aus solchen Gewitterwolken raushagelt. Ja. Ja, dieser Hagel ist in der Luft entstanden, wo es keine Bretter und keinen Boden gibt, der diesen Hagel festhalten könnte. Das heißt, bevor der rausfällt, muss der durch die Aufwinde in dieser Wolke in der Schwebe gehalten worden sein. Ja. Und erst als er zu schwer wurde, fiel er dann irgendwann runter raus. Also wenn ein Hagelkorn von Tennisballgröße runterkommt, da kann man sozusagen Rückschlüsse darauf ziehen, da welche passiert ist. Enormen Aufwinde da oben herrschen. Also man schätzt, dass es Aufwinde gibt bis zu 100 Meter in der Sekunde. Hast du denn das Gefühl, dass ihr Wetterleute auch so ein bisschen, ihr redet über Klima, dass ihr auch so unser Hauptthema Klimaschutz und so ein bisschen was vermitteln könnt? Oder dürft ihr das nicht in so einer, in eurem Rahmen? Also, ich meine, das wäre ja eine gute Chance auch. Ja, also ich persönlich sehe das absolut auch als mein, das ist auch mein persönliches Interesse. Ja. Und da sehe ich mich auch als Journalist, soweit auch darüber aufzuklären, auch die Zusammenhänge zu erläutern. Das passt allerdings meistens in so eine zweiminütige Wettersendung nicht rein. Nein, aber ich halte ja auch Vorträge und reise durch die Gegend und dann erzähle ich darüber. Und doch, das kann man ja auch, ich finde es schwierig, wenn dann es immer mit dem erhobenen Zeigefinger erzählt wird. Ja, ich meine, es ist dramatisch, was da passiert. Ja, ist halt wirklich so. Ich glaube schon. Ja? Letztlich weiß heute niemand genau, was kommt am Ende der Fahnenstange und wann wird dieses Ende der Fahnenstange erreicht. So wie es heute aussieht, wird das eine ziemlich krasse Nummer, die da auf uns zukommt. Und uns Menschen wird nichts dazu einfallen, außer dass wir so weitermachen und uns dann abdecken mit irgendwelchen Plastikhauben. Was ich weiß ich nicht.